Erstens, die grüne Lunge ist Teil der wichtigsten Frischluftschneise für das Nord- und die Innenstadt. Frischluftschneisen müssen frei bleiben von Bebauung. Uns geht es auch um den Erhalt der hohen Artenvielfalt in der grünen Lunge. Wir sorgen uns auch um die Luftqualität. Wir wollen, dass das Gebiet nicht bebaut, sondern für die Frankfurter Bürger geöffnet wird. Das liegt uns am Herzen. Ja, wir haben heute eine Aktion gestartet, einen Teil der grünen Lunge zu entmüllen. Den Müll hier rauszuholen, da den Zaun jetzt wegzumachen und das fühlt sich super gut an, das sieht total schön aus und das verändert sofort innerlich was. Also ich merke, dass ich mich sofort vernetze mit hier drinnen. Wir gehen jeden Freitag auf die Straße, um diese verdammte Welt zu retten. Es sprechen ja alle Menschen zurzeit über das Klima, nicht nur weil es diese Fridays for Future Bewegung der Schüler und Schülerinnen gibt, sondern generell, weil die Klimakrise an Dynamik gewinnt. Und man muss eigentlich bei dem Thema Stadtentwicklung eine Notbremse ziehen und nochmal ganz neu überlegen, wie das unter den Bedingungen überhaupt gemacht werden kann. Wir haben ohne Ende Leerstand, wenn es wirklich darum ginge, Leute so unterzubringen, dass sie sogar in tollen Häusern mit tollen Surroundings leben können, da braucht es überhaupt keine Neubauten gerade. Frankfurt wird seit vielen Jahren gnadenlos gentrifiziert. Das treibt die Mieten in die Höhe, vertreibt Menschen aus Wohngebieten. Dem wollen und werden wir uns entgegenstellen. Deswegen sind wir heute hier. Das werden wir verhindern. Überall dort, wo wir es nicht verhindern können, werden wir es verzögern. Und zwar so lange, dass es wehtut, dass es wirklich teuer wird und keinen Spaß mehr macht. Das ist ein ganz klarer, super aktiver Angriff auf Instone und Investoren und die Gentrifizierungsorganismen dieser Stadt. Das will ich ganz klar noch gesagt haben. Und das auch am Ende mit allem, was dazugehört. Und wenn wir am Schluss hier drin wohnen und sie uns dann sozusagen persönlich rauskriegen müssen. Und da kann ich auch schon Bescheid sagen, dass wir mit allen anderen Besetzungsstrukturen auch schon verankert sind, die dann, wenn es soweit ist, da sind. Ich sag grüne Lunge, ihr sagt bleibt! Grüne Lunge! Nein! Grüne Lunge! Nein! Grüne Lunge! Nein, nein, nein! Wow! Ich denke, dass die grüne Lunge eine Allmende werden könnte. Das heißt, ein gemeinschaftlich genutzter Bereich, der von den Leuten betreut wird, die das freiwillig machen möchten. Das heißt, dass es weder Privatgelände ist, jetzt noch einfach städtisches Gelände, was dem Grünflächenamt gehört. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir das wirklich völlig hierarchiefrei so gestalten können, dass das, was zugänglich ist, weil es wirklich einfach von niemandem mehr benutzt wird, und das gibt es hier drin ja, und zwar ausreichend, dass das für diese Zwecke genutzt werden kann und dass die Menschen, die hier drin jetzt noch Gärten haben, wo sie drinnen sind und wo sie auch drinnen bleiben möchten, dass sich das nicht im Weg ist. Ich bin mir ganz sicher, dass das geht. Und der hält den Braunkohleabbau nach wie vor für eine super Idee und macht noch nicht, sonst geht man dann halt. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Garten geben, der seit vielen Generationen in einer Hand ist und den Leute weiterhin bearbeiten möchten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an den anderen Stellen die Zäune wegmachen und dass die Menschen erkennen können, dass das hier eine Natur ist, in die sie einfach reingehen können. Mit einer vielfältigen Nutzung. Es muss sicherlich Bereiche geben, die geschützt sind, weil dort besonders viel Biodiversität herrscht, also es braucht ein paar ganz wilde Bereiche, es braucht Bereiche, wo Menschen sich ausprobieren können, wo Farming stattfinden kann. Ich finde an dem Farming auch total geil, dass es die womöglich tatsächlich ein Ansatz oder der Ansatz ist, das attraktiv zu machen für die Leute draußen, für die Menschen dieser Stadt, die einfach denken so, oh, war krass, da ist ein Stück Natur,
da werden Kartoffeln angebaut und die kann sich jeder holen. Urban Farming bedeutet nicht Urban Gardening, also dass man einfach ein bisschen herumgärtnert, sondern dass man tatsächlich Lebensmittel anbaut. Alleine das schon, diese Denke überhaupt mal in diese Stadt zu bringen, finde ich auch daran total interessant. Das gibt es in Frankfurt noch nicht. Wenn es Menschen gibt, die Lust haben, aktiv zu werden und uns kontaktieren möchten, dann geht das über einen Blog, den wir haben, und natürlich auch über Facebook. Und dann kann man bei uns einsteigen und mitmachen.